ist. So. Letzter Tag auf unserer Schwarzwaldtour. Leider schon letzter Tag. Wir gehen heute mit der Vitalis noch einmal für einen halben Tag oder so in die Weinberge. Wir haben wunderschönstes Wetter. Und ja, dann werden wir leider heute auf den späten Nachmittag die Heimreise antreten müssen. So, um es mit Erhards Worten zu sagen, ich wollte noch einmal auf dem Abort und jetzt geht's los. Ab in die Weinberge. Mit Leichtigkeit düst sie hier hoch. Zum Abschluss durchs wunderschöne Durbach. An unserem wunderschönen Häusle. Wie wir finden, schön stehen ganz Durbach. So, zum letzten Mal verladen wir unsere Vitalis ins Auto. Schön war's. Und ab nach Hause. Tschüss. So, wir haben jetzt noch ganz spontan einen kurzen Zwischenstopp gemacht und zwar auf dem Schloss Stauffenberg und wollte die Gelegenheit jetzt einfach kurz nutzen, um nochmal beide Tschüss zu sagen und vor allem um ein kleines Resümee zu ziehen. Ja, also ich fand die Vitalis als Frau sehr toll, also das beste E-Bike, wo ich bis jetzt gefahren bin. Was mir auch besonders gut gefällt, ist dieser tiefe Einstieg. So, ja, kommt man einfach schön drauf und schön runter. Passt perfekt. Genau, was für mich persönlich von Vorteil war oder was ja mich sehr überzeugt hat, war einfach die Möglichkeit, die Dinger zusammenfalten zu können, also sprich diese Faltbarkeit. Wenn man das dann mal raus hat, also die Vitalis waren innerhalb von 2 bis 3 Minuten waren die komplett in meinem Kombi verladen. Da brauche ich nicht extra einen Fahrradständer dazu. Von dem her ideal. Unser Gepäck hat beides auch noch reingepasst. Und auch so war es auch im Gelände sehr gut zu fahren, sehr gut zu handeln. Und also auch ich als Mann, wo ich am Anfang gedacht habe, naja, Gott, doch Gott, das ist ja ein Frauenfahrrad. Aber selbst ich bin da damit wirklich gut zurechtkommen und ja, mir ist es echt ans Herz gewachsen und ich kann es nur empfehlen und kann auch den Männern sagen, wirft eure Vorurteile über den Haufen und probiert es wenigstens mal aus, kommt in der Lade zum Erhard und in die Erlebnis E-Bike Welt Mod und testet es einfach mal. Ja, so viel von uns zwei. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und sage in diesem Sinne, bleibt gesund. Tschüss.